Hallo und willkommen zurück. Und zwar, ich habe es jetzt nochmal neu angefangen, das Video. Aus irgendeinem Grund bin ich in der Suche in, obwohl ich 2 gegen 2 geklappt, im 1 gegen 1 Spiel gelenkt worden. Ist aber egal, hat jetzt jemand einen Free Win bekommen, habe ich mir einfach geschenkt, bin rausgegangen, bevor es geladen hatte. Und wenigstens einer glücklich. Da ist immer noch 1 gegen 1 angewiesen. Okay, für jemanden ein Free Win. Genau, was ich jetzt machen wollte, ich wollte einfach mal einen Schirm zeigen. Und zwar sage ich ja in jedem Spiel, dass ich eigentlich denke, dass ein Schirm im Late Game durchaus eine gute Wahl ist, gerade weil viele immer Ritterkreuzträger holen, ne? Sturmgewehre, irgendwas. Und ja, es macht ja kein anderer anscheinend, den ich plötzlich finde. Von da will ich es jetzt einfach mal zeigen. Ist natürlich jetzt absoluter Wahnsinn, das einfach mal spontan zu machen, ja, ohne Training, ohne alles. Und dann 2 gegen 2, die sowieso immer irgendwie komisch sind. Also wahrscheinlich versaue ich das Spiel vorher. Und oft gehen die leider auch nicht so lange, das kommt auch noch hinzu. Aber ich versuche jetzt einfach, ob ich das zeigen kann, Late Game Schirm. Und dann kann man natürlich nur hoffen, dass der Gegner nicht nur Pax ausschließlich gebaut hat, ja, oder sowas in der Art. Dass der halt wirklich dann auf so einem Bild geht, der ein bisschen dem Meta entspricht, damit ich halt den Schirm zeigen kann in seiner Leistung. Da kommt jetzt eine Menge zusammen. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass das ähnlich ist wie bei den Briten, als ich damals die Panzer vorstellen wollte. Ja, oder mit der Panzerelite, dem P4 die Strategie spielen wollte, dass das alles nicht funktioniert. Aber hey, ich versuche es jetzt zumindest mal. Das Beste, was ich anbieten kann an der Stelle. Aber wenn 2 Competitive Teams gegeneinander antreten würden, was heutzutage ja, glaube ich, überhaupt nicht mehr passiert, sind ja nur noch 2, die zum Team gehören, die das können und die den Rest droppelstompen gefühlt, dann würde man, glaube ich, wenn man dann den Schirm einbaut, aber sehen, dass der eine Funktion hat. Also der Dodo und ich haben das zum Beispiel früher sehr häufig so gespielt, ne? Da konnte man viel mit anfangen. Das war wirklich sehr angenehm immer. Ach ja, damals. Damals war alles besser. Wie das halt so ist, ne? Ich muss mal gucken, ob ich nochmal die CD rausfischen kann irgendwo. Und da muss ich mir mal die ganzen Patches holen, weil die sonst nirgends so findet. Und gucken, ob ich ein paar Versionen hochpatchen kann, dass wir ein paar alte COH-Replays sehen. Die ganz alten könnten auch interessant sein. Also ich meine, die wirklich uralten könnte was Interessantes sein. Wirklich die 1.1-Version oder so, ne? Da gab es halt noch die tollsten Dinge. Also da waren ein paar richtig geile Sachen bei. Ich habe das in den Patchnotes damals immer gelesen. Ich hatte ja mal so ein Projekt gemacht darüber. Da waren richtig tolle Sachen bei. Vor allem sieht man dann, dass Sniper-Gameplay damals nicht ganz so vorherrschend war, eben weil die schwieriger zu steuern waren. Jetzt kann das jeder Trottel mit dem Klick. Und vielleicht mache ich mir nochmal die Arbeit und fische das da raus. Dann nicht so einfach, an die Patches zu kommen. Das ist ja noch trickier, weil er die in der richtigen Sprache braucht. Und um Gott, das ist ein Albtraum, sage ich euch, will hochpatchen. Und dann sind das halt 1000 kleine Versionen und ihr könnt nicht von einer auf die andere Version immer patchen, weil ihr müsst jede Version dazwischen zu haben, auch wenn es so ein Hotfix war. Da kommt so viel zusammen. So, jetzt. Also mein Ziel ist nur, Schirm zu bauen. Und wahrscheinlich werde ich dahin rushen in irgendeiner Form. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ich habe dafür eigentlich kein Bild. Aber ich muss das halt schnell mit dem Schirm machen, sonst kommt er halt nicht mehr, ne? Mal sehen. Schon da rausgegangen? Ich dachte ihm das lieber nicht. Ich hätte mir jetzt nur mal vorgeschlagen, dass du auf den Treibstoff gehst wegen dem ganzen Bild, aber ich will ihn jetzt nicht, dass er, ne, das nicht gewohnt ist und irgendwas, ne? Ihm das Leben schwer machen. Glaube ich, keine gute Idee. Mein Ton irgendwie leise? Jeep traue ich mir heute nicht zu. Finde ich so schon schwer genug, aber heute sowieso nicht. Wer ist denn da am Laggen? Der Schredder? Wer ist denn der Schredder? Ist die Frage, ob er richtig laggt oder wirklich rausgegangen ist. Manchmal laggt das halt lange und dann merkt man am Schluss, dass er raus ist. Was natürlich sehr dumm wäre, aber hey. Wir können jetzt nur abwarten und hoffen, dass der halt noch drin ist im Spiel. Man sieht halt aus, aber disconnected gerade. Ich sage ja, das 2 gegen 2 spielen, das lohnt sich eigentlich nicht, weil es kaputt ist, ne, muss man sagen. Muss ja wieder gut gemacht. Man kann da normal richtig dran stehen, wie ein Mann. Das habe ich wieder richtig gut hinbekommen. So, aber wenn er raus wäre, wäre er jetzt raus, ne? Die 5 Sekunden waren abgelaufen, also der ist nur am Laggen, also als echt am Laggen, das ist kein Disconnect. Okay, er ist raus. Hat länger als 5 Sekunden gelaggt. Ja, ist das halt so. Obwohl KI tatsächlich bei dem Spielniveau für die meisten sogar ein stärkerer Mitspieler ist. Er ist ein Mitspieler rausgegangen, er hat das wohl nicht mitbekommen vorher. Okay. Gut, dann wiederholen wir das Spielchen nochmal. Genau, und das ist der Grund, warum ich eigentlich Automatch nicht mehr spielen will, unter anderem. Geht der zweite raus, dann warten wir da wieder da drauf. Dann kann ich mich zumindest warm spielen. Ich
Das soll die KI sein. Das war schon ausgewichen. Und jetzt wird die Karriere raus aus dem Spiel. Naja, wieder ist jetzt vorbei, ne? Genau, es waren nochmal 100 Sekunden. Es ist halt völlig kaputt und ne, Relic, die macht halt nichts da draußen. Die patchen das halt nicht und gar nichts, ne? Obwohl das nicht mit dem Code irgendwas zu tun hat, weil das ist ja das gleiche Spiel, sondern mit irgendwie wahrscheinlich den Servern, die gemietet haben bei Steam, gehe ich mal von aus. Ne? Das hat sich ja nicht verändert, das Spiel, aber es ist jetzt sehr viel instabiler geworden, als das vorher der Fall gewesen war. Und da denke ich, dass es was mit den Servern nur zu tun haben kann. Ich will eigentlich kein Duclair spielen, aber Hauptsache für ein schnelles Spiel. Wir hatten wieder eine Zeit lang jetzt geschafft, dass wir im Discord genug Leute finden. Das ist, glaube ich, wieder ein bisschen eingefroren. Was immer sehr schade ist. Man muss ja einfach sagen, also es lohnt sich fast auch schon gar nicht mehr, das aufzuwärmen, ne? Weil das hält dann immer nur ein, zwei Tage. Früher hat es ein paar Wochen gehalten. Ist einfach zu alt. Die Leute, die sind halt verteilt über alle möglichen anderen Spiele und Teile und da sind wir sehr traurig. Mein größter Traum wäre wirklich eine Remastered-Version von COA1. Das wäre sehr angenehm. Und ich glaube immer noch, dass das wie eine Bombe einschlagen könnte. Ich weiß ja nicht, was Remastered kostet zu machen, ne? Aber also, wenn ich jetzt Paradox wäre, Relict wäre, ne? Und hinterher jetzt Independent Firma. Ich meine, die müssten ja eigentlich nur die Grafik überarbeiten. Das kann beim, weiß Gott, nicht teuer sein, ja? Also wir reden ja davon, die nur die Pixel zu begradigen, die jetzt eckig sind zum Beispiel, ne? Und dann könnte man einen neuen DLC arbeiten, was, mir ja, ne, was ja viel, viel weniger Arbeit als ein Hauptspiel ist, aber man für einen halben Preis eines Hauptspiels verkaufen kann. Also da könnte man richtig Geld machen. Natürlich frisst das dann die Sales von dem dritten Teil auf, ne? Das ist natürlich ein Problem. Den Teil sehe ich dann auch und dessen wird das nicht kommen. Obwohl ich nicht weiß, wie erfolgreich der dritte Teil ist. Er hat ja schlechte Reviews, ist ja schon was länger raus. Also... ich weiß aber auch nicht, wie das bei denen da läuft. So. Doppelwehr macht diesmal. Oh, viel besser das Szenario. Da muss ich nämlich diese Panther, die auf jeden Fall kommen, bekämpfen. Ja, der geht in die falsche Richtung, oder? Ne, der geht nach links. Obwohl, ist die Frage, der kann da halt nur hingehen, wenn er gut ist. Wenn ich das mal so vorsichtig diplomatisch ausdrücken darf. Ich hasse den Jeep. Egal, lass mal machen. Muss ja die Pios verteidigen gegen Bike oder so. Dann will ich den ganzen Tag spazieren laufen. Wenn er jetzt hier kappt, will er vielleicht auch den Truck da hinstellen. Und dann muss man entsprechend hart da kämpfen, damit das funktioniert. Ich versuche da schon zu supporten, aber es hängt auch ein bisschen davon ab, wie gut er spielt. Ne? Und da ist das halt nicht so sicher. Aber es scheint schon mal einen guten Anfang zu haben. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Leute gesehen, die den Truck gar nicht benutzen. Kein Bike, wenn ich das richtig gehört habe. Kappen die Mitte. Oh, ich guck mal ganz schnell halt oben, was da los ist. Und dann helfe ich in der Mitte aus. Da wird wahrscheinlich keiner sein, sonst wäre er schon da. Dann hätte man was blinken sehen, ne? Den also komplett in die Mitte gegangen. Klappt noch, dann noch mehr ein bisschen Feuer in der Nähe. Auf das Bike. Wahrscheinlich ein bisschen zu gefährlich, wenn ich da runter gehe. Ich kann das nicht anschießen. Okay. Wichtig ist halt, dass ich das Ding da beschütze, ne? Und der ist jetzt meinem Jeep hinterhergefahren, da links, wenn er mal guckt. So, dass er das nicht contestet hat. Wir müssen die Zielposition sichern.
Der dreht sich gleich wieder rum. Ich gehe hinter die Hecke. Ich will nur nicht, dass die da rauslaufen aus der Ecke. Und vielleicht kann der Mortar ja schießen. Es kommt auch an, wo er hingeht. Nicht ins MG laufen, wenn es geht. Ich glaube nicht, dass wir da gut angreifen können, deswegen will ich nur die Seiten kontrollieren. Ja, ist ja unten viel zu kompakt, um da anzugreifen. Ne? So, guck. Also er greift das zwar jetzt an, ne? Aber das 1 gegen 2 macht da glaube ich keinen großen Sinn. Da ist ein MG. Wird von Nox aufgebaut. Ja, ich sehe noch nicht, was wir da wirklich machen können, aber die haben mehrere MGs und da versuchen wir es damit. Gucken, ob ich da gleich rübergehen kann. Erstmal die Seite hier sichern. Vielleicht kann ich da rechts jetzt hier den gleich ärgern. Genau, also hier zu kämpfen macht ja keinen Sinn, ne? Und da gehe ich da jetzt auch rüber. Also wenn die jetzt abkammern, ich sehe halt nicht, dass wir da jetzt angreifen, ne? Und da mache ich jetzt hier eine Stellung ausbauen. Und ich will ja den Schirm machen, darum geht's mir ja. Ich habe gleich die Granate. Mit dem gehen wir jetzt gucken, was da hinten los ist. Und dann versuchen wir hier Druck zu machen. Gerechnet, dass er das so macht. Go, go. Großer Griff. Also mit der noch raus jetzt. Und überlaufen. So, das hat er da oben leider, ist er durchgefahren. Und mein Dings ist tot. Gut, jetzt muss ich leider da hochlaufen. Aber wir haben hier unten alles, also da war irgendwas. Ich habe es nicht gesehen, ich kann schnell genug klicken. Okay. Genau, die geht einfach nur da hinten ärgern. Der Rifle schon auf dem Weg nach oben. Genau, ansonsten machen wir halt noch ein Pio, ne, oder? Ist jetzt ärgerlich da oben, das fällt ein bisschen. Es wird Zeit, dass wir den Deutschen eine Lektion erteilen. Verstanden. Setzt euch in Bewegung. Position einnehmen. Pioniere melden sich zur Stelle. Schnell, Männer. Errichtet hier ein Nachschublager. Gucken wir, was wir da kaputt machen können. Huch, und Spiel ist vorbei. Okay. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, warum das jetzt so enden musste. Die KI ist drin, also muss da schon noch aufpassen, ne? Aber in aller Regel sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Ich habe, glaube ich, gerade einen Punkt kassiert. Ne, der ist da. Also der Treibstoff ist zumindest weg. So, der Trupp ist auch weg. Ich brauche mehr Treibstoff. Wir brauchen das Öl. Das Ding steht auf jeden Fall noch. Ich würde jetzt die drei extra überspringen und hoffen, dass das so funktioniert. Wie gesagt, die KI darf man nicht unterschätzen, gerade auf diesem Niveau der Spieler. Und deswegen versuchen wir das jetzt mal. Ich glaube, ich mache dann Tank. Der Infanterie-Dock trotzdem gleich. Für die Artillerie und alles. Ja, da machen wir nochmal einen Rifle, um Druck zu machen. Truck reinforcen. Das ist ja gleich fertig, ne? Nicht hingeguckt.
Wer ist rausgegangen? Der Mitspieler? Ne, beide Gegner. Ja, keine Ahnung. Also, ich hab versuch's ja, ne? Aber mehr kann ich ja nicht machen. Versuch's ja. Den die Minen legen, den Briten. Geht der Mann? Komm, komm. Den auch hier. Aber es ist jetzt gleich eh vorbei. Ich glaube, da ist jetzt noch die nächste KI rausgegangen. Der nächste Spieler rausgegangen, die KI gekommen. Ja, das war das. Ich weiß nicht, warum der rausgegangen ist, der eine. Ne? Also er hat seinen MG halt da unten hingesetzt, einmal runter von der Map, da habe ich den Treibstoff geholt und dann ist er rausgegangen. Völlig übertrieben. Als Wehrmacht kann man von sowas immer zurückkommen und er hat ja auch keine Verluste gehabt. Er hat sich ja sehr, sehr früh zurückgezogen. Ne? Also für mich war das viel zu früh aufgegeben. Aber hey, dann war das halt so. Ja, das ist auf jeden Fall das Schirm-Gameplay. Jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, ihr seht es ja. Ne? Ich versuche es und es ist wirklich unspielbar. Aber wenn ihr irgendwann mal ein 2 gegen 2 macht und im Late Game Schirmen baut, der gegen Ritterkreuzträger macht, zeigt es einfach mal bitte. Könnt ihr mir ja gerne zuschicken. Ich glaube, ich gebe es auf. Bis dann. Ciao, ciao.